Heute das nächste Tutorial, diesmal ja ein bisschen anwendungstechnisch sozusagen, das heißt, ja, einfach mal anhand eines Beispiels. Ich zeige euch mal kurz das, ja, das Video, was ich euch gerne zeigen will, weil, was man machen kann, zum Beispiel. Dass wir einfach sagen, wir animieren so eine Hand, die dann im Prinzip hier in so einem Escape Room oder in so einem Horrorraum gegen die Scheibe fährt oder gegen die Kamera und dann blutverschmiert runterrutscht. Gut. Es ist so, dass wir dazu nicht nur den VSDC-Player nehmen, sondern ich zeige euch auch mal, dass wir dazu noch GIMP benutzen, also GIMP, GIMP. Das ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm, sehr bekannt und auch durchaus einfach zu erlernen. Ich mache es deswegen, weil es sehr viel einfacher ist. Bilder, ich sag mal, das selber zu malen. Im VSDC-Player geht sowas ja eigentlich nicht. Man kann zwar Bilder freistellen, also transparent machen, aber wirklich was selber malen oder so, also ernsthaft funktioniert ja nicht. Und diese Blutstreifen werden wir dann mit GIMP erstellen und den Hintergrund frei machen. Das heißt, den Greenscreen entfernen. Oder ein Bild transparent machen im Hintergrund, geht dann mit dem VSDC-Editor oder auch eben mit GIMP. Okay. Ich würde mal sagen, als erstes fügen wir mal den Hintergrund ein. Dieses Bild, ja, das habe ich im Prinzip einfach nur spaßenshalber. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht, je nachdem. Also das ist ja wirklich nur das, was da ist. Bisschen zur Dekoration. Wir müssen also die Hand erzeugen und die Blutspur erzeugen. Und beides sind eigentlich einfach nur Bilder, die wir dann ausschneiden. Die Hand zum Beispiel. Ich habe mal GIMP geöffnet. Falls ihr das noch nicht habt. Entweder ihr ladet es euch runter und macht mit oder schaut einfach nur zu. Oder ihr schaut einfach mal bei Google nach oder ihr macht einfach ein Foto eurer Hand vor einer weißen Wand oder vor einem Greenscreen und entfernt dann den Hintergrund. So wie ich das in einem der letzten Tutorials ja erklärt habe, mit dem Greenscreen entfernen. Also das könnt ihr auch mit dem VSDC-Editor noch machen. Ich mache es einfach mal mit GIMP, um das auch mal zu zeigen. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch mit dem VSDC-Editor machen, wenn ihr wollt. Das lädt mal einige Sekunden. Okay, also wie ihr seht, das ist einfach nur eine fotografierte Hand vor einer weißen Wand. Das könnt ihr auch selber machen. Und dann ganz einfach den Hintergrund entfernen. Also dazu könnt ihr, das könnt ihr auch online machen, mal googeln. Also dazu braucht man eigentlich überhaupt kein Bearbeitungsprogramm. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Wenn ihr mit GIMP machen wollt, dann erkläre ich euch, wie das funktioniert. Wir gehen erstmal hier rechts in diesen Werkzeugkasten. Falls dieser nicht angezeigt wird, kann man das. Einen Moment. Fenster, kürzlich geschlossene Docks. Und hier oben müsst ihr dann mal schauen. Da kann man den dann hinzufügen. Müsst ihr mal selber bitte schauen. Gehen einfach mal auf diese Ebene. Das ist jetzt die Ebene. Wir gehen mit Rechtsklick drauf, machen wir eine neue Ebene
Und die wird hier, wie es da steht, automatisch transparent. Das machen wir deswegen, weil wir ja dann ein PNG erzeugen wollen. Warum funktioniert das nicht? Nein. Ich füge mal noch einen hinzu. Ach, egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt die Hand erstmal frei. Das heißt, dazu gibt es hier drüben den Zauberstab. Das ist ähnlich wie bei dem VSDC-Editor, die Pipette. Und jetzt wählen wir einfach mal den weißen Hintergrund aus. Wie wir sehen, ist die ganze Hand markiert. Das liegt wieder daran, dass eben der weiße Hintergrund nicht so gut ist wie ein grüner Hintergrund. Das heißt, wir müssen den Schwellenwert hier drüben etwas runtersetzen. Ähnlich wie man das auch beim VSDC-Editor machen kann. Noch ein kleines bisschen. Okay, ich denke mal, das reicht für unsere Zwecke. Jetzt gehen wir mal auf Auswahl invertieren. Das heißt, wir haben jetzt die Hand ausgewählt, machen Steuerung und C und haben die Hand kopiert. Jetzt gehen wir mal auf so eine leere Ebene hier, also auf eine transparente Ebene, gehen einfach auf Steuerung und V und haben die Hand jetzt eingefügt. Und wenn wir jetzt hier ins Freie klicken und diesen Anker sehen, klicken wir einfach und verankern diese Hand jetzt auf dieser neuen Ebene. Diese alte Ebene können wir jetzt löschen und wir sehen, wir haben die Hand im Prinzip schon freigestellt. Wir könnten jetzt nochmal den Zauberstab nehmen. Etwas ranzoomen mit Steuerung und der Mausradtaste und das einfach markieren, löschen. Und somit dann eben Auswahl nichts. Und hier ist noch ein bisschen was, gehen wir hier nochmal auf. Entfernen. Auswahl nichts. Und schon haben wir die Hand freigestellt. Gut. Wie gesagt, das könnt ihr auch mit dem VSDC-Player machen. Unter Hintergrundentferner. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, die Hand ein bisschen zu bearbeiten. Wir wollen ja, die ist ein bisschen verletzt und U und A und alles. Dazu gehen wir nochmal auf den Zauberstab, wählen nochmal die Ebene aus, gehen nochmal auf Auswahl invertieren, dass wir die Hand ausgewählt haben und jetzt machen wir die noch ein bisschen blutig, sage ich mal. Das heißt, wir wählen hier uns hier oben mal die rote Farbe aus, nehmen hier mal einen Pinsel lädt bei mir ein bisschen lang. Und hier drüben haben wir jetzt die Pinseleinstellung, das heißt, hier haben wir die Deckkraft. Die würde ich erstmal ein bisschen niedrig lassen, da die Hand ja nicht komplett bedeckt werden soll. Die Größe können wir ein bisschen größer machen. Und jetzt versuchen wir das einfach mal mit ein bisschen Rot. Na, das sieht ein bisschen komisch aus. Das heißt, wir wählen uns mal einen anderen Pinsel aus. Nehmen wir mal das hier einfach. Machen die Hand ja mal so ein bisschen, als wenn sie halt ein bisschen blutig wäre und irgendwie. Wie gesagt, da kann man mit der Deckkraft ein bisschen spielen. Es ist ja jetzt wirklich nur, um zu zeigen, also um das schematisch etwas zu zeigen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Wer will, kann natürlich auch noch ein bisschen, sagen wir, ein bisschen schwarz mit reinmachen, als wenn die Hand ein bisschen dreckig ist oder irgendwas in der Richtung. Ja, wie gesagt, hier hat man tausend Möglichkeiten. Ich will das aber nicht zu weit in die Länge ziehen. Da gehe ich mal mit der Deckkraft ein bisschen runter. Das hängt ein bisschen hier. Einen Moment.
Und dann machen wir hier noch ein bisschen. Ich wollte Schwarz auswählen. Okay, jetzt geht's. Nur noch so ein bisschen Dreck halt oder irgendwas. Ein bisschen. Uah. Okay, ich denke, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir gehen dann wieder auf Auswahl, nichts auswählen. Und jetzt haben wir im Prinzip unsere Hand schon fertig. Und jetzt können wir sie exportieren. Exportieren nach. Jetzt geben wir mal unsere. Wir nennen es einfach mal Gruselhand.png. PNG ist wichtig, weil wir ja den Hintergrund transparent haben wollen. Und bei JPG war der Hintergrund nicht transparent, also unbedingt als .png speichern. Okay, den richtigen Ordner wählen, damit dann auch nichts schief geht. Und dann einfach auf Exportieren und dann nochmal mit OK bestätigen. Exportieren. Und gut. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich als zweites noch diese Blutspuren. Die machen wir gleich hier mit rein. Das heißt, macht man noch eine Ebene, man rechts klickt eine Ebene. Ich habe hier schon eine. Und die können wir jetzt direkt im Prinzip hier ranmalen, dass das dann auch von den Längen her gleich passt. Weil ja die Finger unterschiedlich auseinander sind und auch unterschiedlich hoch sind natürlich. Wir wählen uns natürlich wieder eine schöne dunkelrote Farbe aus. Und ich denke, wir können den Pinsel gleich behalten. Stellen den aber hier mal ein kleines bisschen kleiner noch. Bisschen kleiner noch ein. Ungefähr so, dass wir ja, so ein bisschen wie die Fingerkuppen halt von der Größe her haben. So ungefähr ein kleines bisschen größer würde ich noch sagen. Und die Deckkraft also ein bisschen runter. Und wie gesagt, bitte die andere Ebene auswählen. Und jetzt malen wir das einfach mal ein bisschen so runter. Okay, das war zu wenig. Das heißt, Deckkraft ein bisschen hoch. Und hier nochmal so ein bisschen nachmalen. Noch ein bisschen mehr Deckkraft. Können wir ruhig noch ein bisschen mehr machen. Beim Daumen vielleicht ruhig ein bisschen mehr machen, hier noch ein bisschen verschmieren. Okay. Und somit haben wir im Prinzip grob schon das Blut gezeichnet. Man könnte das jetzt noch natürlich noch extrem ausbauen, dass man ein bisschen das verschmiert. Da gibt es direkt einen Verschmierbutton noch hier. Kann man das ein bisschen hin und her schmieren. Man könnte natürlich auch noch sagen, man macht mit dem Pinsel das alles noch ein bisschen größer, ein bisschen Deckkraft weg und verschmiert das hier im Allgemeinen noch so ein bisschen, dass das noch so ein bisschen, wie gesagt, das kann man bis ins Unendliche ausbauen. Im Prinzip wären wir jetzt mit dem Blut fertig. Wir gehen auf Auswahl. Na, ist schon nichts ausgewählt. Escape. Jetzt löschen wir die Hand unten mit Rechtsklick Ebene löschen und haben jetzt das Blut übrig. Der Hintergrund ist transparent und wir können auf Exportieren nach und nennen das einfach mal Gruselblut.png.
.png, ganz wichtig. Gehen wir da auf Exportieren. Nochmal bestätigen. Und schon haben wir unsere zwei Bilder ohne Hintergrund erzeugt. Wie gesagt, die Hand könnt ihr auch in dem VSCD-Editor freistellen, wie ich das im vorletzten Video oder so gezeigt habe mit dem Greenscreen. Mit dem Blut wird es natürlich schwieriger. Wenn ihr keine Lust habt, euch Jim runterzuladen, vielleicht gibt es das auch als Vorlage im Internet. Einfach mal Google eingeben, Blutspur oder irgendwas mit PNG oder Hintergrundtransparent. Vielleicht findet ihr da irgendetwas. Ich mache mal Jim zu. Und jetzt können wir im Prinzip hier weitermachen. Wir müssen jetzt natürlich die Hand einfügen, die wir dann reinfliegen lassen. Die rutscht dann runter und hinterlässt eben das Blut. Da gibt es dann nochmal einen kleinen Kniff. Das heißt, wir holen jetzt erstmal diese Hand rein. Gruselhand. Wir machen das erstmal über die gesamte Dauer. Ich füge gleich mal noch eine Ebene oben drüber ein. Und jetzt können wir die Hand ein bisschen skalieren, je nachdem, wie groß ihr die haben wollt. Wir zoomen mal ein bisschen weg. Es ist natürlich so, wir lassen die Hand jetzt, sage ich mal, von hier draußen so reinfliegen, sage ich mal. Dazu gehen wir mit Doppelklick auf die Hand, nehmen dann das Bewegungstool hier drüben, okay, und schieben die einfach so rein. Gut. Die Bewegung müsst ihr hier, die Länge können wir hier einstellen. Das heißt, ich würde mal sagen, so ungefähr 1, noch was Sekunden. Und das können wir schon mal probieren. Okay. Können wir sogar noch ein bisschen schneller machen. Genau. Die Hand an und für sich kann ja dann ein bisschen schneller wieder weg sein. Ich sag mal so, rein, runter rutschen. Können wir sogar noch ein bisschen kürzer machen, denke ich. Können wir ja dann noch mal verstellen. Jetzt ist es so, in der Gratis-Version gibt es bei den Bewegungen natürlich immer nur die einzelne Bewegung. In der Pro-Version gibt es die Möglichkeit, mehrere Bewegungen nacheinander zu machen. Das heißt, ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie ihr das macht. Man kann auch mit einer kostenlosen Version die zweite Bewegung auch noch machen, die dritte, vierte, fünfte auch, kann das dann aber nicht exportieren. Ihr könnt aber auch einfach sagen, ihr fügt die Hand nochmal ein, und zwar ab der Stelle, wo die Hand dann hier ist, schiebt das dann zurück, macht Schluss mit diesem Bild und kopiert dann die Hand dahinter und macht dann einfach nochmal mit der zweiten Hand nochmal eine einzelne Bewegung runter. Das heißt also, wir täuschen vor, dass die gleiche Hand reinkommt und runterrutscht. Dabei ist es die Hand nochmal eingefügt. Ganz einfach deswegen, weil man eben mit der kostenlosen Version die zweite Bewegung nicht mehr machen kann. Ich würde das mal vorschlagen, dass wir das jetzt einfach so machen. Das heißt, ja, wir müssen jetzt diese Hand natürlich hier etwas verkürzen und mal schauen, wie lange soll sie denn ungefähr stehen bleiben. So würde ich ungefähr sagen, das heißt, die Hand kommt reingeflogen, rutscht jetzt runter, das heißt, wir kopieren jetzt die Hand mit Steuerung C, vervielfältigen sie mit Steuerung V, schieben diese hier rüber und jetzt zeige ich euch das mal, das heißt, es kommt im Prinzip zweimal die gleiche Hand reingeflogen. Warum? Weil die zweite Hand natürlich die gleiche Bewegung noch hat. Diese Bewegung löschen wir aber mal.
Das heißt, die erste Hand kommt reingerutscht und die zweite Hand ist dann im Prinzip hier unten. Das heißt also, wir müssen jetzt schauen, dass diese Hand diese Position einnimmt von der ersten Hand. Dafür klicken wir einfach mal hier drauf, schauen uns jetzt die Koordinaten an, 373, 133 und geben das jetzt mal hier ein. Und jetzt hat die zweite Hand die gleiche Position wie die erste Hand und man sieht es aber nicht, weil sie exakt danach anschließt und eben dann die gleiche Position hat. Und jetzt geben wir hier einfach nochmal diese Bewegung ein und sagen sozusagen, hier Hand Nummer 2, deine erste Bewegung geht jetzt bitte schön hier runter. Und ja, schauen wir einfach mal. Zack, und sie rutscht runter. Ich denke, das ist auch vom Tempo ganz gut. Können wir eigentlich so lassen. Genau. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Blut. Das geht natürlich dann hier los an dieser Stelle. Das heißt, wir fügen das erst einmal ein. Gruselblut. Gruselblut, logisch. Und das schieben wir jetzt an diese Stelle, da hier ja die zweite Hand dann losgeht sozusagen. Und wie wir sehen, haben wir jetzt das Blut. Jetzt machen wir das noch ein bisschen kleiner. Mal kurz die Vorschau. Jetzt ist die zweite Hand auch noch hier. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich hatte nur gerade ein bisschen Probleme. Der Laptop macht ab und zu mal ein bisschen schlapp, weil der Editor doch schon ganz schön Leistung braucht. Wir drücken noch mal kurz auf die Vorschau und sehen, wir müssen hier noch ein bisschen rüber. Das heißt, wir schieben das einfach mal hierher, klicken das Gruselblut an und schieben das jetzt mal hier rüber. Und zwar diese Position fürs genaue Einstellen können wir dann natürlich auch hier bei den Koordinaten ein bisschen was machen. Und jetzt schauen wir noch mal. Genau. Jetzt ist es natürlich so, dass das Blut nach und nach eingeblendet werden soll. Und dafür habe ich einen Trick gefunden. Wir gehen mal mit Rechtsklick drauf. Dazu brauchen wir einen Filter oder so einen Übergangseffekt. Und zwar das Vision. Ganze Dauer natürlich von dem Blut erst einmal. Wie gesagt, die Länge können wir dann noch einstellen. Wichtig ist es wieder die Transparenzstufen einzustellen, da ja das Einblenden nach und nach passieren soll und nicht mit einem Mal. Also wenn ihr die 100 stehen lasst, dann seht ihr keinen Unterschied, weil das Blut sofort da ist. Ich zeige euch schon mal die Vorschau. Und jetzt sehen wir diesen Übergang. Und das ist natürlich ein Übergang, den wir nicht haben wollen. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir. Genau, und zwar wählen wir hier mal den Rand aus. Das heißt, das Objekt, also das Blut, wird in dem Sinne vom Rand eingeblendet. Und wir gehen von oben nach unten und die Übergangsebene ist 0 zu 100, das heißt am Anfang ist es ganz ausgeblendet und dann wird es zu 100% eingeblendet. Alles klar, gut. Also wie man sieht, passt schon ziemlich gut.
Ja, wunderbar, würde ich sagen. Sieht auch sogar ganz schön realistisch aus. Gut. Also wie gesagt, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, freizustellen und das mit Chimp. Oder ihr macht es eben mit dem VSCD-Editor. Wir haben nochmal die Bewegung angeübt, Bewegung geübt. Und wir haben mal die Übergangseffekte ein bisschen ausprobiert. Ihr könnt ja trotzdem mal noch ein bisschen ausprobieren, die anderen Sachen. Mit der Streifen eigentlich alles in dem Sinne fast selbsterklärend. Wir haben wieder unsere Dynamik angewendet, was ich ja immer wieder predige. Ganz tolle Sache. Und ja, also wirklich ganz tolle Sache. Man könnte natürlich auch sagen, ich füge die Hand als Video ein. Also ich mache ein Video meiner Hand vor dem Greenscreen, stelle das dann frei, was wir ja auch schon gemacht haben in einem der letzten Tutorials. Und fügen dann eben eine sich bewegende Hand ein. Das sieht dann natürlich noch realistischer aus. Und vom Aufwand her ist es ja auch nicht mehr. Was man natürlich auch noch machen kann, ist noch Geräusche einfügen. Das heißt, noch ein Klatschen gegen das Glas, ein Runterzischen, noch eine gruselige Hintergrundmusik. Also da kann man schon ganz schön gruselige Sachen schaffen. Gut, ich denke, das reicht erstmal. Prinzip erkannt, hoffe ich doch mal. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal.